So, herzlich willkommen zu einem weiteren Impuls der Ökonomie der Menschlichkeit. Heute bin ich direkt ein bisschen nervös, weil mein heutiger Gast eine sehr, sehr belesene Frau ist und vor allem eine Praktikerin. Maria Christina Brunauer, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Servus, Georg. Maria Christina, wie wir uns kennengelernt haben beim Adamer Biohof, da war ja sofort eine Verliebtheit da. Hast du eine Idee, wieso das so war? Ja, es war eine sehr interessante Begegnung, weil ich mich im Zuge meiner Dissertation ja sehr lang mit verschiedenen Bewegungen auseinandergesetzt habe, die sich mit neuen Formen des Wirtschaftens beschäftigen. Also da dehnt sich das Spektrum von dem klassischen CSR in Großunternehmen bis zu den Social Enterprises, der Gemeinwohlökonomie, dem Genossenschaftswesen, eben bis hin zu solidarökonomischen Bewegungen. Und die habe ich mir alle angeschaut und auch versucht herauszufinden, worin unterscheiden sich die? Haben die in der Wurzel sozusagen einen Unterschied oder sind die in der Wurzel alle gleich? Und von dieser Wurzel ausgehend war dann das Interesse, bewirken die wirklich eine Transformation in unserer Gesellschaft? Gehen sie wirklich sozusagen, gehen sie neue Wege? Oder ist das sozusagen nur das Alte im neuen Kleide? Und durch dieses Beschäftigen mit diesen vielen verschiedenen Bewegungen war ich dann natürlich schon sensibilisiert darauf, wieder was Neues zu entdecken. Und als ich dann euch mit der Ökonomie der Menschlichkeit am Adamer Biohof kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, das kenne ich noch nicht. Mhm. Was machen die? Was ist denn da anders? Und aus irgendeinem Grund, das war eigentlich mehr ein Gespür beim ersten Treffen, habe ich gleich gemerkt, das ist anders als die bestehenden sozusagen Formen, die ich bis jetzt gekannt habe. Mhm. Mhm. Ja, Maria Christina, jetzt trägt ja alles zum Teil bei. Es gibt viele Pioniere, wie du gesagt hast, im Gemeinwohlökonomie etc., die sehr strukturiert wirkt, die viel Pionierarbeit geleistet hat. Du hast ja auch Forschungsarbeit gemacht, eine wissenschaftliche. Und das ist auch eine Wirtschaftsinitiative, wie du das bezeichnest. Was waren die Forschung? Was wolltest du da oder was war das Thema oder der Ansatz überhaupt, deine Motivation, sowas zu machen? Also es waren zwei große Themenbereiche. Der erste war überhaupt einmal Ordnung zu schaffen. Das heißt, in diesem viel bunten Feld und dass man ja sozusagen auf der oberflächlichen empirischen Ebene ja gar nicht gut unterscheiden kann, weil sich die sehr stark auch überlappen und ähnliche Sprache verwenden, ähnliche Aktivitäten setzen. Hier einfach einmal Ordnung zu schaffen im Feld. Das heißt, der erste Teil der Dissertation hat sich damit beschäftigt, wie kann ich denn, welche Unterscheidungsmerkmale gibt es denn auf der empirischen Ebene? Und das Ergebnis war, dass ich von diesen vielen verschiedenen Formen die Felder erkennen konnte, welche Begrifflichkeiten überdecken sich mit anderen, das heißt, welche Aktivitäten von welcher Gruppe überlappen sich und welche sind sozusagen getrennt voneinander. Die einen haben zum Beispiel einen sozialen Fokus, die anderen haben einen ökologischen Fokus oder einen auf die Gemeinschaft, auf die innere Gemeinschaft ausgerichteten Fokus. Dann ein Unterscheidungsmerkmal war die Gewinnausschüttung. Wird das erlaubt oder ist das sozusagen ganz verboten in diesen Gruppen? Das war ein Merkmal. Ein weiteres war die demokratische Führung. Ist die Führung sozusagen autokratisch oder demokratisch? Und noch mehrere andere. Und das hat zu einer sehr großen Typologisierung geführt. Und das Ergebnis war, dass man erkennen konnte, gut, welche Begriffsgruppen sind breit, welche sind eng. Zum Beispiel CSR kann man sehr schön abgrenzen, aber das Social Entrepreneurship ist sehr breit. Da ist die möglichen Formen, die das abdeckt, wirklich ein großes Feld. Und an dem Punkt der Dissertation sind wir dann sozusagen stehen geblieben und haben gesagt, gut, wie also mein Doktorvater und ich haben gesagt, gut, jetzt auf der Ebene kommt man eigentlich nicht weiter. Wir kommen nicht zu einer Schärfung der Begriffe, wir kommen nur zu einer Übersicht, welche gibt es und wie überlappen sie sich. Sind sie scharf oder sind sie unscharf? Und
Worauf ich dann auch hinaus wollte, ist von diesen Begriffen wegzukommen. Weil die Begriffe, ich kann sie nicht schärfen, weil das Feld ja bunt ist. Und mit einer weiteren Definition eine weitere hinzuzufügen, ist auch, bringt ja nichts. Das heißt, wie komme ich weg von den Begriffen hin zu der Wurzel, die mir dann sagt, was, um welche Qualität handelt es sich denn bei diesem, bei dieser Form des Unternehmertums? Und hierzu muss man dann sozusagen verstehen, gut, wenn ich ein gesellschaftliches Phänomen verstehen möchte, dann darf ich nicht mehr auf dieser beobachtbaren Ebene bleiben. Ich kann nicht mehr nur beobachten, was tun sie nicht, wo unterscheiden sie sich, wo unterscheiden sie sich nicht, sondern ich muss tiefer gehen, aus welchen Mechanismen heraus handeln die und noch tiefer, aus welchen Grundbeziehungen stammen denn diese Formen. Und dann war sozusagen ein großer Teil der Arbeit lag darin, diese Grundbeziehungen überhaupt sichtbar zu machen, herauszuarbeiten. Und diese drei großen gesellschaftlichen Grundbeziehungen, die haben sich dann da wiedergefunden in diesem Ursprung, wo das, was wir beobachten, herkommt. Und dieser Ursprung, und da sind wir dann da, wo wir sagen können, aha, so eine Qualität hat das also, diese Bewegung, oder so eine Qualität hat sie nicht. Diese großen Ursprünge sind, ich fange vielleicht mit der einfachsten an, die Staat- und Staatsbürgerbeziehung. Das ist ein Grundursprung, aus dem heraus etwas entstehen kann. Also wenn der Staat zum Beispiel eine Förderung ausschreibt für eine bestimmte gesellschaftspolitische Maßnahme, dann muss ich bestimmte Kriterien erfüllen, dass ich diese Förderung kriege. Und da bin ich aber in einem autoritären Verhältnis zum Staat. Das heißt, ich muss immer etwas erfüllen, dann bekomme ich was. Da gibt es ein klassisches Beispiel, diese sozialökonomischen Betriebe, die Personen aus dem zweiten Arbeitsmarkt aufnehmen und ausbilden und versuchen, wieder zu integrieren in den Arbeitsmarkt. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Aber solche Formen können eigentlich per se nicht sehr transformativ sein, weil sie ja immer gebunden sind in ihren Handlungen. Das heißt, die können nicht Handlungsmuster brechen und etwas neu machen und anders, dass etwas Neues entstehen könnte. Wenn man das versteht, dann kann man schon mal besser beurteilen, gut, wie viel Kraft kann denn eigentlich so eine Maßnahme entwickeln? Die bleibt dann in sich nach ihren Regeln. Aber sie wird nicht die Gesellschaft verändern. Und dann haben wir, jetzt möchte ich zur zweiten Grundunterscheidung kommen. Das kommt auch von Tönnies, das ist ein ganz bekannter Soziologe, der hat unterschieden zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Und mit Gesellschaft meint er etwas Konstruiertes. Und unsere heutige Marktgesellschaft ist so etwas Konstruiertes. Wir haben konstruierte Beziehungen zwischen Käufern und Verkäufern auf dem Markt. Und das ist unsere zweite große Gruppe der möglichen Beziehungen, aus der etwas heraus entstehen kann. Also eine marktwirtschaftliche. Ein großes Unternehmen beschließt eine CSR-Maßnahme und hat dann sozusagen seine Kundenkontakte, seine Lieferantenkontakte, und aus dem heraus entwickelt er ein Sozialprojekt oder fairen Kaffee oder fairen Kakao, und er kümmert sich um seine Mitarbeiter, die kümmern sich um ihre Lieferanten. Aber die Grundbeziehung ist eine marktwirtschaftliche. Also entweder Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Käufer, Verkäufer. Das ist die zweite große Gruppe. Und die dritte große Gruppe, die meines Erachtens auch die größte Kraft entwickeln kann, weil sie auch von Mensch zu Mensch aufeinander einwirken kann, ist die Gruppe der Gemeinschaft. Also eine Gemeinschaft ist etwas, was einen inneren Zusammenhalt hat. Das hat eine marktwirtschaftliche Beziehung nicht und es hat auch eine Staat- und Staatsbürgerbeziehung nicht. Aber eine Gemeinschaft hat einen inneren Bezug. Und die drei Möglichkeiten innerhalb einer Gemeinschaft sind Familiengemeinschaften, oder Gemeinschaften in einer Nachbarschaft, wenn man sozusagen da zusammenhält aufgrund dieser
örtlichen Nähe. Und die dritte Form, die auch, glaube ich, in unserer Generation sehr wichtig geworden ist, ist diese Gemeinschaft des Geistes. Das heißt, dass man dieselbe Geisteshaltung hat und aus dieser Geisteshaltung gemeinsam etwas bewirken möchte. Und dieses innere Zusammenhalten um des guten Willen, das kann eine transformative Kraft entwickeln. Ja. Der springende Punkt ist, dass man ja da aufeinander einwirken kann. Und nur wenn so ein Mensch sich persönlich ändert, kann er dann auch nach außen wirken. Das heißt, hier haben wir sehr viel Möglichkeit, Neues zu machen und über das Neue in diese Gesellschaft hineinzuwirken. Maria Christina, Worte, diese Dinge, was du erwähnt hast, die Beschreibung, dass das auch nicht mehr ausreicht, das ist auch unsere Erfahrung. Das heißt, wenn ich jetzt etwas beschreibe, dann kann es nur das bisher Erlebte sein, weil für die Zukunft, die wir kreieren, die wir schaffen, da gibt es noch keine Erfahrungen und somit auch keine analytische Bezeichnung. Interessant ist, wenn du sagst, Gemeinschaft des Geistes, Gemeinschaften bilden sich ja in der Wirtschaft, was ja sehr motivierend ist, immer mehr sagen, ja, wir müssen zusammenwirken, ineinander wirken. Und ich habe jetzt allerdings fast wöchentlich, kommt irgendeine Info, da gibt es eine tolle Initiative, er soll jetzt da irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist inflationär, was ich da nicht sehe, ist, oder anders gesagt, in der Natur gibt es Symbiosen. Und wir als Menschen sehen oft die Zusammenhänge nicht. Ich sehe nur isoliert betrachtet. Ich schaue auch nicht, was ist da jetzt schon da. Also dieses gemeinsam Stärken und eine Erkennung in die Gesellschaft zu schaffen, das vermisse ich im Moment. Zusammenhänge verstehen wäre so das Zauberwort. Wie siehst du das bei deiner Forschungsarbeit? Weil du gesagt hast, von der Wurzel, was wäre denn die Wurzel? Also wenn wir jetzt sozusagen da sind, dass man Synergien oder sozusagen gemeinsame Handlungsfelder schafft, dann sehe ich schon die Wurzel darin, über die persönliche Ebene geht. Wenn jeder an jeder seiner Position gerne etwas ändern oder tun möchte, wenn sich sozusagen durch diese Verknüpfung von diesen Schnittstellen dann ein Handlungsfeld entwickelt. Das ist sozusagen dann wichtig, wenn man von der einen Ebene, auf der man sozusagen aktiv ist, zum Beispiel in einer Region, auf die nächsthöhere Ebene kommen möchte, muss man sozusagen die nächste Schnittstelle erreichen. Und erreichen tut man einen Menschen ja innerlich. Und dieser Mensch kann dann auf seiner Ebene wieder das bewirken, was sozusagen möglich ist. Ja, Wirkung ist ein Thema. Nur wie entsteht sie? Weißt du, ich höre so Sachen, wie du auch jetzt beschreibst. Ich habe auch viele Vorlesungen auch von Professoren und es gibt Unmengen Bücher. Es ist alles da, das Wissen ist da. Es geht jetzt um die Weisheit, es geht um die Umsetzung, es geht wirklich um die gemeinsame Wirkung. Und wieso ich von einer sofortigen Verliebtheit gesprochen habe, ist, wie wir uns kennengelernt haben, war, dass ich mir dachte, toll, ich brauche mich nicht erklären. Mhm. Weißt du, und das war so ein Freiraum und so eine Offenheit, weil wir haben wirklich jetzt die letzten 1,5, 2 Jahre immer versucht, die Ökonomie der Menschlichkeit zu beschreiben und noch mehr und wieder eine Facette. Aber das ist völlig der falsche Zugang, weil es nur meine oder unsere subjektive Beschreibung ist. Ich kann 50 Seiten schreiben oder 100 Seiten über die Ökonomie der Menschlichkeit, was sie ist, dann ist immer noch ein kleiner Auszug. Wir sind, glaube ich, jetzt in der Zeit der Selbstermächtigung und wir können uns selbst Antworten geben. Und da sehe ich auch die ganz, ganz große Chance, dass man sagt, und wir machen ja einen Tag der offenen Tür im Frühling, wo man eben so Pionier-Leuchtturmunternehmen besichtigen kann, wo man hinfährt und wo man das spürt, was die Ökonomie der Menschlichkeit ist. Und das ist eine ganz eine riesige Chance. Und es ist teilweise sehr, sehr anstrengend, mit den Leuten alles durchzukauen und wieder, was könnten wir tun und Riesenkonzepte. Nein, ich glaube, im täglichen Leben, und wir haben 450.000 Unternehmen in Österreich, wenn sich da die Ökonomie der Menschlichkeit zeigt, weil du gesagt hast, die Person und der Mensch, wenn man von Person zu Menschen geht und sagt, du interessierst mich als Maria Christina, dann hat das eine Riesenwirkung und das kann ein globales Onlinehandel, das ist diese, das nie machen, ja.
Eben, und das sind genau die Punkte. Und da wünsche ich mir einfach viel mehr Tatkraft. Es gibt 100.000 Gründe, warum man was nicht tut. Aber es würde viele geben, dass man sagen, ja, gehen wir es in dem Sinn an. Wieso ist der Verstand so dominant? Der ist ja super und der hilft uns, aber er hat uns einvernommen. Das sehe ich ganz klar auf allen Ebenen. Wie kommt man jetzt in das Fühlende, in das Vertrauen, also diese rechte Gehirnhälfte, die in der Wirtschaft überhaupt keinen Raum gehabt hat, weil alles hat man erklären müssen und jeder wollte die Antwort und wieso ist das so? Gibt ja viel, viel mehr. Und die großen Denker haben ja auch gesagt, das ist alles nicht aus der Analytik entstanden, sondern das war Wahrnehmung, das war Intuition, das war eine ganz tiefe Eingebung oder wie immer. Wie schafft man da diesen Wandel jetzt richtig, dass man sagen, ja, wir vertrauen einfach dem Leben, ist keine Bedrohung, ändern die Perspektive von diesen täglichen Einflüssen, die uns eng machen, in die Weite, die wir uns selbst schaffen. Was braucht es dazu, Marie-Christina? Ich glaube, es braucht Zeit, weil dieses analytische, verstandesmäßige Denken, das ist ja tief in unserer Geschichte verwurzelt. Die ganze europäische Kulturgeschichte ist verankert in diesem Denkansatz, dass man verstandesgemäß Dinge beurteilt und dann auch verurteilt. Also es wird bewertet, das Gute, sozusagen, was man für selbst für gut hält, das behält man sich und das, was sozusagen nicht in das Konzept oder Schema passt, wird dann sozusagen beiseite gelegt. Aber das lässt völlig außer Acht, dass wir ja immer eine Gesamtheit betrachten müssen. Und dass jedes Ding in einer Gesamtheit ja auch seinen Zweck hat. Und das Interessante ist, dass in einer Gesamtheit durchaus Widersprüche enthalten sein können. Das ist sozusagen eine natürliche Sache. Und die Widersprüche heben sich aber auf der nächsten Ebene. Und dieses neue Denken zu lernen, das sozusagen ist jetzt eine Aufgabe unserer Generation. Und ich glaube nicht, dass man das so einfach ablegen kann, weil das ja so ein starkes Grundmuster ist. Das muss man Naja, lernen. einfach wäre es vielleicht doch. Ich bin da im wunderschönen Vilsmoos in einer tollen Natur. Wäre es doch, wenn man die Lösung nicht immer wieder den Verstand findet und das manchmal Ja. zu anstrengend und zu lang, weil man wieder die Erklärungen aus dem bisher Erlebten, aus der Ratio finden möchte. Und das glaube ich ist auch, wie fühlt sie das an? Wie spürt sie das an? Was zu selbst zu reflektieren, eben auch nach innen zu gehen, das ist, glaube ich, total der Schlüssel. Aber ich verstehe natürlich, Maria Christina, das hat sich eingebrannt. Wir haben Muster, es gibt Erziehung, es gibt ein Umfeld. Und das hat eben immer so aufgebaut. Und jetzt sind wir in der Wandelzeit. Und das sehe ich auch bei Unternehmen. Ich beobachte es gern und schaue, wieso sind die so erfolgreich? Und das ist oft einmal aus einer scheinbaren Naivität entstanden. Die haben oft gar nicht so viel Fachkompetenz gehabt, sondern sie haben einen tiefen inneren Wunsch gehabt und waren total überzeugt, dass dieses Konzept funktioniert. Wären sie da vielleicht zu Unternehmensberatern gegangen oder hätten sie auf Steuerberater oder sonst was gehört, hätten die gesagt, nein, das kann alles nicht funktionieren. Und das ist schon das Erstaunliche, dass oft diese großen Dinge aus einer ganz anderen Ebene heraus entstehen. Ja, wahrscheinlich ist es genau das, dass man mal dieses Verstandesmäßige verlässt und sich einlässt auf diese ganz neue Art des Denkens. Und was auch interessant ist, wir haben ja viele Zoom-Austausch. Jetzt kann man sagen, so ist es nicht, sondern ich möchte Live-Begegnungen. Wir sehen aber dennoch, dass da ein Raum ist, wo man immer wieder Rückmeldungen kriegt. Ich habe mich so wohl gefühlt. Das hat mir gut getan. Ich habe mich geöffnet und all diese Dinge. Ja, Was es ist da stärkt auch. anders? Was ist da anders? Wenn man jetzt wieder in den Ratio geht und sagt, man versucht das jetzt zu erklären, was könnte in der Ökonomie der Menschheit anders sein? Oder braucht es diese Erklärung gar nicht? Na, es ist einfach dadurch, dass man sich trifft, hat man die Möglichkeit, wieder sozusagen wegzukommen von dem Alltäglichen und sich eben, wahrscheinlich ist es genau das, diese Gemeinschaft des Geistes zu erfahren. Das sind Menschen, die so denken wie ich. Da kann ich mich austauschen. Da kann ich mich wieder besinnen. Und das gibt Kraft dann wieder für diese alltäglichen Dinge. Und dann kann man seine Perspektive wieder schärfen, korrigieren. Weil wenn man sozusagen nur immer von der einen Seite hört, aber nie von der anderen Seite, wie soll man das denn sozusagen in sich nähren?
Und du hast auch ganz was Interessantes gesagt. Wir sind sehr in der Wertung, in der Trennung, in der Beschreibung. Und das sehe ich, und das ist uns ganz wichtig, und das schätze ich auch sehr an Unternehmen, wo man immer wieder verbindend wirkt. Diese Wertung, das ist was, glaube ich, wo die Energie auch nach unten geht. Und ich merke es auch bei vielen Initiativen, die gegen etwas wirken. Wir müssen uns wehren und Grundrechte und viele andere Sachen. Oder gibt Organisationen, die sagen, wir brauchen einen Systemwandel. Wir sind der tiefen Überzeugung, es braucht einen Bewusstseinswandel, und wir werden den nur schaffen, wenn wir gemeinsam in die Gesellschaft wirken. Es ist zwar nicht schön, so viele kleine Initiativen, und die sind auch wichtig, aber was ist der gemeinsame Nenner? Und den sehen wir ganz, ganz klar in der Menschlichkeit. Es geht um Menschlichkeit. Wir dürfen uns wieder erinnern, dass wir mehr als die Person sind, dass wir Mensch sind. Und das hat eine ganz riesige Kraft, und wir haben einen Folder gehabt, einen relativ umfangreichen. Und der neue Folder schaut jetzt so aus. Das ist der Folder. Die Visitenkarte. Und die hat aber Maria Christina und alle, die das sehen, schon noch eine Rückseite. Kann man das Aha. lesen? Ja. Willkommen in einer Wirtschaft, die dem Leben dient. Genau. Und ich denke, um das geht's. Und da gibt es 100.000 Antworten, was das Leben ist, jeder für sich. Aber es geht immer in die Richtung, dass wir sagen, schaffen wir uns ein gutes Leben. Und das gehen wir jetzt an. Und da dürfen wir eben aus der Wertung gehen, da dürfen wir verbinden, da dürfen wir auch unterstützen. Wir haben bei Bio das Thema gehabt, sehr starke Polarisierung. Wenn du nicht Bio bist, bist du nicht dabei. Na, alles zum Vergessen, wir unterstützen uns, weil wir wollen ja auch Lebensmittel haben. Ja, wir sind ja auch Leben. Wir sind einfach aus vielen Gründen heraus in eine Richtung gegangen, wo wir jetzt sagen, okay, das war's. Und viele, viele sagen, jetzt korrigieren wir die. Und da braucht man weder eine Regierung noch irgendwelche Dinge, die da vorgehen werden, sondern wir können wirtschaften, und wir dürfen einfach auch die Gesellschaft einladen, schätzt diese österreichische Wirtschaft, die Regionalwirtschaft, die sehr beherzt wirkt. Und am diesem 29. März, beim Tag der offenen Tür, da werden wir uns zeigen, da werden sie Unternehmen zeigen, und das ist dann die Berührtheit, und das kannst du nicht beschreiben, und das braucht da nicht als Beschreibung, sondern richtig erleben. Und das ist ganz was anderes, weil ein Produkt, eine Dienstleistung setzt ja heute sowieso schon hohe Qualität voraus. Sonst mache ich sowieso kein Geschäft, aber es ist richtig, der Begegnungspunkt, dieser Raum, wo man sagt, da fühle ich mich einfach als Mensch wohl. Das, glaube ich, ist es definitiv. Ja, gut. Vom Denken in die Wahrnehmung, so ungefähr, dieses Fühlen, das, was für uns so neu ist. Maria Christine, ich hätte noch viele Fragen. Wir haben gesagt, wir halten es eher kurz, sind jetzt eher ein bisschen länger geworden. Hättest du abschließend noch einen Impuls, der jetzt noch wesentlich wäre für die Zuhörer, Zuhörerinnen, den du weitergeben möchtest? Ja, doch. Also abschließend möchte ich schon gerne noch etwas sagen. Und zwar, also das ist ja unser gemeinsamer Wunsch eigentlich, dass wir jetzt gemeinsam zu seinem neuen Ganzen kommen. Dieses Ganze, das ineinander wirkt, wo sozusagen jeder Teil seinen Platz und seinen Zweck hat und dem gemeinsamen Guten dient. Und dieses Ganze zu erkennen, das ja eigentlich schon da ist, wir brauchen es nur noch erkennen. Und ich denke, das ist doch jetzt das, was dran ist. Dass wir sehen, wo ist dieser gesunde Wirtschaftsraum, wo jeder sozusagen seinen Beitrag leistet, das dem Wohle der Menschen dient. Schön. Bei euch ist ja noch was Schönes dabei, das Thema Regionalentwicklung, Energie, auch mit deinem Gatten, wundervoller Professor, auch sehr Praktiker, der Georg. Da machen wir vielleicht einmal ein eigenes Interview. Abschließend kommt mir jetzt noch eins, und zwar die Wertehaltung. Wenn man unseren neuen Folder nimmt, ja, dann ist ja da darunter, was eigentlich ein Absurdum ist, steht da Freude, Leichtigkeit, Vertrauen. Und die Haltung der Freude, das ist eine Tür, das wird uns Dinge öffnen, wenn ich immer freudvoll agiere. Und da setzen wir drauf den Fokus, das wird auch messbar werden. Also wir wirken da als Wirtschaft auch in die Gesellschaft, um wirklich zu sagen, hey, wir sind auf dem Planeten, dass wir uns wirklich ein gutes Leben machen. Und das Leben ist keine Bedrohung. Es darf sich nur die Perspektive ändern. Und da Ja, wird genau. Erstaunliches passieren im nächsten Jahr. Liebe Maria Ja. Christina, vielen, vielen Dank. Und ja, danke für dein Wirken, für dein Engagement. Und ich weiß, was ihr im Hintergrund alles macht. Das sieht man oft nicht. Aber das hat eine extreme Wirkkraft. Das schwingt, das tut was. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Danke dir.